So, moin moin Leute. Leider nur GoPro jetzt gerade. Keine Zeit. So, Shelby GT350 Air Front Splitter ist montiert. Ich zeige ihn euch jetzt einmal. Ich weiß nicht, wie es auf dem Video rüberkommt, aber in echt sieht das schon martialisch aus. Der Jan hat auch einen neuen bekommen, denn seiner ist gebrochen. Alter, wie ist das passiert? Ja, da war so ein Stück von, wo diese Poller drin stecken. Ja. Und dann ging es noch ein Stück weit hoch und das guckte halt so viel da raus. Und dann bin ich halt an diese Ecke und dann hat er halt hier drunter alles weggerissen. Ja, sei mal froh, dass du einen Nachbau hast. Ja, hier vorne ist ja auch komplett alles. Krass. So, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Von daher war ich ganz froh, dass optisch nur diese Ecke fehlt. Aber die hättest du ja auch annieten können. Genau, du kannst sie nieten und Schrauben stellen. Aber das wolltest du nicht. Nee, ich wollte da nicht reinbohren. Ich wollte das notfalls so zurücknehmen. Also. Falls du angehalten bist. Ja, auch einfach, ich wollte da keine Löcher drin haben. Die Frage ist nicht wenn, sondern wann. Ja, komm, zeige ich euch erst das andere Teil, was der montiert hat. Den Diffusor. Und ich zeige ihn euch gleich auch direkt mal auf der Bühne. Wie der so untenrum aussieht. Und dann haut ihr mir mal bitte in die Kommentare, ob es was für euch wäre. Und ob ich das Ding bei mir montieren soll. Ich zeige es euch jetzt einmal. Hast du bei deinem Mustang nicht gemacht? Doch, mit dem Mustang habe ich das öfter gemacht. Da war ja auch egal, aber bei dem weiß ich nicht. Bisher habe ich mir immer gedacht, nee, nicht so geil. Lässt du mal erstmal. So Leute, was sagt ihr? Diffusor bei mir ja oder nein? Ja, ja, auf jeden Fall ja. Die Finnen müssen sich auch noch ein bisschen einschleifen. Weiß nicht. Aber für den Kurs kann man eigentlich mitbestellen, denn wir planen schon die nächste Bestellung. Wartet, ich zeig's euch mal hin. Es gibt nämlich jetzt für dieses Leitblech, das verbessert den CLB-Wert, gibt es jetzt halb geschlossener Unterboden. Also man fängt hier an. Hier gibt es auch extra schon die Schraubpunkte. Und geht dann hier entlang, entlang, entlang. Bis hier hin. Dann ist nur noch die Abgasanlage frei. Also dann ist nur noch die Abgasanlage frei. Fühle ich auf jeden Fall das Teil. Wir versuchen da jetzt wieder eine Sammelbestellung hinzubekommen. $500. Und das teuerste wird, glaube ich, der Versand, weil Sperrgut. Ja. Ah, Leute, ich zeige euch mal was. Ja, er meint es ernst. Ich muss mir das gleich mal angucken, wie das leuchtet. Ja, Alter, das ist... Sieht man gar nicht, oder was? Ah, doch, es geht schon. Aber... Ja, ein Shelby-Fahrer, der ist fast schon so schlimm wie unser anderer Kandidat, den ich unbedingt mal besuchen muss. Ja. Ja. Leute, was sagt ihr jetzt zu den Dingern? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also erstmal optisch gefallen sie mir nicht. Sind zwar hochwertig gefertigt aus Carbon. Sind jetzt auch nur mit 3M montiert, was ich für kritisch empfinde. Er ist aber schon 200 gefahren, hat gehalten. Er könnte sie auch vernieten bzw. mit Schrauben befestigen. Weiß nicht, kommt für mich nicht in Frage. Das Teil habe ich bestellt. Ist nur die Frage, wann er ankommt. Das ist ja leider heutzutage so ein Problem. Ist die Beleuchtung jetzt gerade an? Mach mal an. Ich muss euch was zeigen.
sieht man nichts. Ja, warte. Eben. Ja, lass doch, das geht doch. Auf der anderen Seite ist es doch ein bisschen dunkler. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei, aber anscheinend sind die Zeiten wieder da, oder? In Osnabrück sind die Zeiten wieder da, fast jeder. Vorne in Osnabrück? Drin. Hier vorne drin siehst du es jetzt ein bisschen, aber das kommt halt heftiger, wenn es dunkel ist. Hier vorne gefällt es mir sogar noch im Kühlergrill, aber unten drunter... Eigentlich ging es hauptsächlich auch nur um den Kühlergrill. Der Rest war eigentlich... War egal oder was? Ja, der Rest war halt da und musste halt, keine Ahnung, erstmal mitmontiert werden. Ja, wurde einfach mitmontiert, aber eigentlich ging es hauptsächlich um den Kühlergrill. Ich will eigentlich noch sehen, dass ich dieses Teil hier hinter rauskriege, dass der komplett beleuchtet ist, aber... Ja. Okay. Weiß nicht, also mir gefällt es nicht. Willst du, du wolltest so eine Farbe ändern, oder? Du bist genauso weit wie ich, oder? Folie. Ja, nee, ich habe mit Christian gesprochen, die Folie kann wohl noch ein oder zwei Jahre draufbleiben, meinte er. Okay. Weil da stehe ich einfach nur in der Garage und wieder nicht so viel gefahren. Ja, okay, dann würde ich auch noch bis noch ein, zwei Jahre und dann wechseln. Ich war auch schon beim Folierer und habe mit dem gesprochen, der sagt auch, die Folie kann noch draufbleiben. Ja, von daher wird sich das noch ein, zwei Jahre hinauszögern, bis ich die runtermache und den vielleicht anders poliere. Aber bis dahin bleibt die Farbe erstmal. Ich bin ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis du angehalten wirst. Ja, ich glaube, so lange dauert es nicht. Ja, besonders nicht bei euch in der City, Osnabrück. Osnabrück ist entspannt. Was? Osnabrück ist wirklich entspannt. Osnabrück kannst du, also gegenüber Importautos bist, ist das echt entspannt. Ja, okay, aber sonst aber ist das schon also schwierig, ganzen, Osnabrück. Die ganzen GTIs und so sind schon alle, da legen die regelmäßig drunter. Ja, ja, das. Aber deswegen, also Osnabrück ist eigentlich schwierig. Aber mit Import, mit Amis und mit Japanern oder so. Ja, sonst, also bei dem sagen die bestimmt Serie. Ja, ja. Gut, das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Das ist ja auch schön Serie. Ja, auch. So, aber ansonsten, ich wurde noch nie angehalten, ich habe noch keine Probleme da gehabt. Ich wurde tatsächlich auch noch nie angehalten. Nein. Nicht einmal. Aber ich schon gerade klar. Die US-Scheinwerfer eingebaut mit einem roten Blinker und wurde 20 Minuten später angehalten. Okay. Lass dir die doch eintragen einfach. Ja, ich habe jetzt schon mal geholt. Du hast doch die Serien, also die Originaldinger auch noch liegen, oder? Ja, alles. Noch ganz viel, was rein muss. Ja. Bei mir sind die auch eingetragen. Von daher ja, wir gucken jetzt erstmal mit der anderen Sammelbestellung. Ja, hin. Müssen wir nur die Gruppe fragen. Ja, müssen wir die Gruppe fragen, ob da noch ein paar Leute zusammenkommen, um den Preis ein bisschen zu drücken. So, Leute, ich sag mal bis später.